Nee. Tu's nicht. Warte! Ich wollte gerade sagen, tu's nicht. Komm hier weiter hoch. Nino und ich testen jetzt mal kurz schon mal das Mori an. Ist das die neue Map? Nee, das du hast kein Offering mitgenommen. Achso, ich dachte, du hast das Offering drin. Ich musste Mori mitnehmen. Okay. Also ich meine, ich sehe es ja gerade im Stream, dass sie dich angekotzt hat. Warte, gehen wir mal schön irgendwo hin, wo es... Warum... Achso, du musst mich erst einmal aufhängen, ne? Das sieht knorke aus. Wir haben ein Problem. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass ich hier freikommen muss erstmal. Ja, du kannst dich ja selbst anhocken. Stimmt auch. Ah ne, du stirbst direkt bei einem Spieler, ne? Ja. Stimmt, ich stirb direkt bei einem Spieler. Wir haben so viele Sachen nicht bedacht. Ach ja. Easy game. Gott, was ist mit ihrem Hintern los, ey? Ich guck mir jetzt mal kurz die. Ihr Hintern sieht richtig komisch aus, das ist echt. Und links und rechts sind so kleine Taschen. So, also nicht. Taschen sind da, aber so unten. Krass, ach, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Also. Ich will ja nicht am Design nörgeln, aber wenn man so hoch guckt hier, während man davor steht, das sieht aus wie ein Penis. Guck dir das mal an. Ernsthaft? Guck mal nach oben. Du darfst mich jetzt aufhängen. Okay. Ist richtig süß, wenn man angekotzt wird. Dann wird alles schwarz. Dich süß. So? Ja, und während des Moris darf niemand reden, weil, ne, sonst können wir das nicht auf Reddit hochladen. Darf niemand was? Darf niemand reden. Alles klar. Oh. Sieht nett aus. What the fuck? Danke, Mercy. Du Spasti, ey. Wurde der Kriegspeed erhöht? Oder rutscht man besser, wenn man angekotzt ist? Nein. Ich bin schneller gefühlt. Ganz im Ernst, die Todesanimation sieht geil aus. Aber wegen Moria. Dass der die ganze Zeit dazwischen labert. Kennst du Raffaello? Ich hab's nur noch nie gegessen. Das ist ein Unterschied. Aber Kinder Bueno hast du schon mal im Mund gehabt. Ja, Kinder Bueno ist auch super lecker. Da sind diese tollen Kammern. Ja, aber Kinder Country sind echt widerlich. Nein, Kinder Country ist das Beste. Nein, das ist ein Kinder Bueno. Da muss ich tatsächlich sagen, Kinder Country ist relativ low-tier Süßkram. Findest du? Ja. Ja, also Kinder Country ist nicht widerlich, aber es gibt so viel bessere Sachen. Warum okay. Kinder Country? Okay. Wenn ich die Auswahl habe, würde ich immer Kinder Country nehmen. Nein, lass. Wild One? Was ist denn das mit euch? Okay, Kinder Bueno ist auf jeden Fall top of the line und Maxi King. Sehr wichtig. Maxi King ganz selten mal, normalerweise aber eher Kinder Pinguin. Nein. Du warst schon also, der Milchschnitte-Typ. Nee, also das ist straight up falsch. Also Maxi King und Kinder Pinguin, die sind schon, die haben schon Kopf an Kopf rennen, aber Milchschnitte ist so der langweilige Onkel, den niemand mag. Wobei ich sagen muss, ich bin Maxi King-Fan. Danach kommt Milchschnitte und dann Pinguin. Nein, Pinguin oh, wow. Ganz oben. Ja, danke, Steffi, danke. Nein, eindeutig Milchschnitte, weil das ist so schön rau und so und das ist nicht so klipschig rau. Wie die anderen beiden. Klipschig? Du sollst sie nicht 2 Jahre nach Verfallsdatum essen. Okay, ich hab das vollkommen. Oh, wie krass das Perk einfach ist. Ich bin so schnell hier rum an allen Gens. Das ist richtig lächerlich. Das ist sehr gut für einen Trapper, ne? Kann er erstmal aufbauen. Boah, ich bin schon 2 Mal an allen vorbeigelaufen, an allen Gens, die offen sind. Oh, hi Steffi. Hi, na, ich hab dich überhaupt nicht gesehen. Hättest du nichts gesagt? Ich hab gar nichts gesagt. Achso, warte, was muss ich denn jetzt machen? Das ist okay. Das gibt dem Killer quasi ein... Oh, da ist ja noch. Geräusch-Notification. Alter, wie weit die kotzen kann. Ja. Das ist nicht das Problem, du musst es aufladen. Und dabei kann sich halt alle verstecken. Und wenn du dich heilst an der Fontäne oder was, und dann bist du auch. Das gibt direkt einen Health-Stake. Nee, warte. Was mache ich denn jetzt hier? Ja. Oh. Ach, ich muss es gedrückt halten. Ah, okay. Was war das denn gerade?
Genau. Ich glaube, nur dein nächstes Mal treffen oder so. Macht sogar Damage dann, glaube ich. Ich glaube, damit kannst du niemanden downen oder so. Alter, das ist was? Weit wie die Herzen. Habe ich dich überhaupt gar nicht getroffen? Habe ich dich wirklich nicht getroffen? Nee. Aber was kann sie machen, wenn sie diese Corruption aufgeladen hat? Sie hat mich jetzt gerade angeguckt. Hast du mich gerade angeguckt? Ja, ich habe dich angeguckt. Genau, und das hat mich verletzt. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Hey, warte, was passiert denn da? Kommt da jemand ständig aus dem... Ja. Geh mal näher ran. Du musst rausrennen. Du musst mit Shift raus. Ja, aber du bist nicht gestunt. Ja? Versuch's nochmal. Ich hab auch keine Exhaustion oder geh so. Mal, also. Geh mal hier rein. In einen, der nicht voll gekotzt ist. Und dann musst du rausspringen. Jetzt geht's. Ja. Das geht nicht in den angekotzten Dingern. Ah, okay. Das ist ja fies. Schon wieder hat jemand Whitewater dabei. Wer ist denn das immer? Das muss Sparkwin sein. Sparkwin, bist du das? So wie er lacht, würde ich behaupten. Ja. Was ist das für ein seltsamer Keller, Jen? Kriegst du eigentlich Notifications, wenn ich kotze? Nee, bisher gar keine Notification. Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ah, alles klar, so sieht also ein geblockter Gen aus. Oh, du siehst halt wirklich, das ist ja wirklich krass eingeschränkt, dein Sichtfenster. Hoi! Ja, aber dann wird das Ding halt auch korrupt und der Killer ja, kann sich das halt schnappen. Ja, aber am Haken, kamst da runter ja, und kannst und schwupp, jetzt der nächste Kotzer wird ein... Nächste was? Der nächste Kotzer wird ein schmerzhafter für denjenigen, der angekotzt wird. Ach, okay. Die schwarze Kotze ist die gefährliche, okay. Das ist im wahren Leben tatsächlich auch so. Oh, hi, ich wollte mir das hier unten mal angucken. Ich habe hier gar nicht großartig... Scheiße. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Warte, soll ich ins Freie gehen? Hier? Hier ist schön für dich? Wie du willst. Fantastisch. Oh, okay. Das sind Mori-Geräusche, hm? Ja. Nice. Mori dauert echt lange. Aber nicht länger als die anderen. Naja, war ein Versuch wert, ne? War ein guter Versuch. Nicht so das Bedürfnis, stehen zu bleiben. Okay, er hat uns zu dritt mit der Kotze. Wie geht das denn? Ja. Ach so, alle drei getroffen mit der Kotze. Hör mal, Barkman. Ja, Herr Mercy? Hatte jetzt ein Bäcker bei euch zufällig rumkugeln? Nein. Ich habe bei zwei Bäckern geguckt, ehrlich die nicht? Hatten keinen. Wir haben auch festgestellt, es könnte daran liegen, dass sie auch keine richtigen Kuchen haben. Die haben nur Streuselkuchen. Fuck, welcher Bäcker hat bitte nur Streuselkuchen? Meine. Und manchmal habe ich auch Bienenstich. What the fuck? Manchmal Bienenstich. Oh, ich bin direkt von einem... Oh mein Gott! Oh. Ja, das war ein kleiner Jumpscare für mich, weil die kamen ganz plötzlich, diese Tentakel, aus dem Boden geschossen. Ja, auch Geräusche? Ja, sie machen so ein... Ich könnte zu Barkwen gehen, wenn keiner sonst... Ich bin schon auf dem Weg, aber ich brauche halt noch ein Weilchen. Ja, ich nicht, ich bin gleich da. Der Strippy hat mich geholt. Okay, ja gut, wow. Red halt bloß nicht mit uns. Sagt. Die könnten auch mal ein Tier reinbringen. Dass man irgendwie mit dem Löwen die Survivor fangen muss. Und eben Gorilla, der ist humanoid. Gorilla-Killer. Das reimt sich.
Okay, selbst ich mach jetzt gleich das. Sie geht zu dem einen Tor, der eine, der das Tor aufmacht, da links das Tor, da sie kommt. Sie kotzt. Sie kommt, sie kotzt. Ja, guck mal, sie kann nichts machen. Das bringt ja gar nichts. Also das angekotzt werden ist so. Ja, schon irgendwie. Ist nicht so geil. Nein, oh. Arsch. Los, raus! Nein, das war. Sie war schon dran vorbei. Das sah so aus, als hätte sie. Sie hat nach mir geschlagen. Aber oder? Sie tinselt nicht, ne? Ja. Ed ist verwirrt. Sie rennt die ganze Zeit gegen den Generator, was der geblockt ist. ASMR. Das ist die Mülltonnen-Map. Ich hab's begonnen. Ja, stimmt. Hier hat's begonnen. Das ist ein Recycling-Ton. Oh, das ist ein Recycling-Ton, ey. Wollen wir den Gen hier machen? Den hier bei dem. Weiß für Glas und gelb für. Wenn Rest. Du fertig bist, damit die Mülltonne anzugucken, magst du dann mit mir den Gen hier machen? Ja, natürlich. Okay, geh wieder die Tonnen angucken, bitte. Die ist bei mir, er ist bei mir, ich weiß ja nicht mal, was das ist, Alter, guck dich doch mal an, Mann. Oh, XD spielt Euro Truck Simulator 2. Man kann wow. Übrigens ziemlich alle von diesen Bugwin, ja. eine Ehrenrunde, ja. Zwei Ehrenrunde. Ja. Nein, geh rum. Zwei Runden. Lässt du ihn gerade um den Gym laufen? Gott, nein, um die Tonnen. Das sind Strafrunden. Kommst du hier ran, oder? Na gut. Willst du ein bisschen ja, so ich ein Lagerfeuerlied ein singen? Ja, genau. Alles klar. Wenn der Holzscheit in der Nacht okay, gut. Fallen die Funken in den Bach. Im Bach? Ja, mir ist nichts Besseres eingefallen. Kennst du bessere Lagerfeuerlieder? Na, ich hätte jetzt nur das von... Ist sie hinter mir? Nein, oh Gott. Ich hätte jetzt nur das von SpongeBob gekannt. F steht für Freunde, meinst du? Nein, das ist ja das Fun-Lied. Setz euch ans Lagerfeuer, sing das Lagerfeuerlied. Das L-A-G. Und wie man Feuer buchstabiert. Weißt du? F steht für Freunde, die was unternehmen. F steht für Feuer. Ich hilf vielleicht. Oh, wir blocken sie. Tatsächlich gerade. Oh, sie hat die böse Kotze. Hat uns aber, glaube ich, nicht gesehen. Oh Gott. Ist auch in der Nähe? Ich habe gerade die Firecracker geworfen. In ihren Rücken. Oh. Da liegt ein Generator, der ist fast fertig. Die haut da gerade gegen. Ein Generator. Ja, auf dem Boden. Die kotzt sie ihn auch noch. Hast du den da gefunden, ja? Ja. Wer es findet, darf es behalten. Wolltest du den mitnehmen? Ja, hat leider nicht in meine Tasche gepasst. Ich hätte ihn mitgenommen, als sie gedacht kam. Chino. Für Chinorator. Das ist gut. Da oben gucken. Ich dachte, ich bin vor ihr weggerannt. Oh Gott, ich bin voll auf sie zugerannt. Sie kommt nach unten. Ja, ich sehe es. Oh Gott, sie geht zurück zum Hacken. Wo bin ich? Was? Da ist ein Loch. Da ist ein Loch. Wie, das ist ein Loch? Das Loch. Ah, muss jetzt auch. Sie kommt direkt zu mir. Ich habe nochmal schön einmal in die Fountain gekotzt, als ich weggegangen bin. Ich finde es auch gut, dass das Dead by Layer letztlich jetzt so für die für bessere Kähne weltweit einsetzt. Wo ist der Ausgang? Da ist er. Oh, der ist zu. Dass das nicht viele Wände, nicht keine Wände um dich rum sind. Das ich habe sie zu früh geblendet. Blenden ist auch schwierig mit der Taschenlampe. Ja, hier ist ein Haken genau davor. Ich hol dich runter. Renn. Das war aber Suizid, Mafi. Absolut. Nein, schaffst du es?
ich weiß nicht, 1 cm Krabbel. Nein! Nicht geschafft. Ganz, ganz knapp. Es war so knapp. Das war so knapp. Oh, fuck it, no. Allerdings. Das Gefühl, er sagt, du zu mir.